Ihr Vorname der netten Tens. Und wir tun etwas, was wir sonst normalerweise nie tun würden. Und zwar unser Chaos aufräumen. Wer's glaubt, wird selig. Dummerweise hängen immer noch nicht die Bilder. Das müssen wir in den kommenden Tagen jetzt endlich mal ändern. Hier haben wir die ganzen Zeichnungen. Pocknu. Ja, hier mal ein kleiner Überblick aus allem, was wir so an Waffen momentan haben. Es sind auch ein paar Maschinengewehre mehr. Die liegen hier einfach random auf dem Boden rum, weil... Warum auch nicht? Sind wir jetzt cool? Das ist eine Taktikweste. Da habe ich auch schon hier mal ein Bandana dran gehängt und für den Fall, dass wir uns mal brauchen, eine Augenklappe. Weil Nico Gear Solid. Und ganz wichtig, niemand kann uns was klauen, denn alles hier ist Kamera überwacht. Ja, und dann haben wir halt noch so Standardsachen in unserem Schrank rumstehen, wie ein fucking Raketenwerfer, ein schöner alter Schlitten, ein motherfucking Panzer. Weil hey, wer hat keinen Panzer bei sich zu Hause rumstehen? Und unser Duellhandschuh, ne? Und weil man nie genug davon haben kann, Sonnenbrillen und Nerfguns. Treffen sich zwei Lizards, macht der eine pssst und der andere mal pssst und der andere so yeah, woo. Oh mein Gott, warum schaut man sich so eine Grütze an? Yeah. Hey, wo da vorne? Und jetzt drehen wir gerade eine Szene für unseren Chris Tess. Hier vorne haben wir den Nico Gear. Oh, das hat die Kamera zerstört. Hier bereitet er euch gerade auch den Slide vor. Los, mach mal. Und wir fangen jetzt an zu drehen, weil wir müssen nämlich jetzt was ganz mega cooles machen. Deshalb stelle ich euch jetzt einfach mal hier hin. Hey Chris, halt's Maul. Ich muss erst sagen, hey Chris, Test. Egal, aber das passt schon. Ich würde sagen, das war ein vollkommener Erfolg und jetzt drehen wir noch die restlichen Szenen. Wenn ihr absolut nichts zu tun habt, könnt ihr gerne mal bei Chris Test vorbeischauen. Er macht lustige Videos. Link ist unten in der Videobeschreibung. Jemand macht lustige Videos auf YouTube? Das gibt es? Warum sind wir da nicht drauf gekommen? Und ein weiterer neuer Tag. Wir vloggen hier gerade quasi den Vlog von dem letzten Freitag. Vlogception. Und auf Twitter haben wir gerade gefragt, was für ein Top-7-Format ihr so als nächstes haben wollt. Es kamen ein paar coole Sachen rum und wir müssen uns dazu jetzt was überlegen. Das drehen wir dann aber später. Das kommt dann wahrscheinlich erst in den kommenden Tagen. Kombokette bei Chaos Legion. Fuck! 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 Verkackt. Oh, hallo YouTube-Welt. Es ist viel zu warm. Hi, mein Name ist Chan. Hier haben wir den Schweizer Panda aus der Schweiz. Wer hätte es gedacht? Ihr seid scheiße. In unserer momentanen YouTube-Welt haben wir gerade Freitag und wir fahren zur Dedeko. Und alle, die aufgepasst haben, wissen, dass der Ten zu Hause bleibt. Und deshalb hoffen wir, dass er eine Apple Watch dreht. Ich habe jetzt mit den Leuten hier eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, die morgen beim Dreh dabei sind. Und wir beraten uns jetzt darüber, was in etwa so ablaufen wird. Ich habe jetzt hier schon mal Teile des Skriptes. Wir haben uns ganz viel Essen mit Salat und so gesunden Shit geholt. Hier haben wir ganz viel Poster, ein Regal, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Das ist eine mega coole Jacke. Und wir gehen jetzt ganz klischeehaft bei McDonald's frühstücken und wir sehen uns dann spätestens auf der Dedeko wieder. Bis dann. Und da sind wir schon live auf der Dedeko. Der Hundestand hat alles schon wunderschön aufgebaut und ich habe mich hier vorne in die Ecke verzogen. Hallo. Oh, fangen wir jetzt einfach mal an und ihr guckt so lange, was der Tens macht. Bis morgen. Yo, Samstagmittag, Film ist fertig geschnitten. Ich bin heute schon seit 4 Uhr morgens wach, weil ich irgendwie, keine Ahnung, früh wach war. Das ist richtig. Und Film von gestern ist fertig. Bam, so schnell kann's gehen. Nur das Rendern dauert so lange. Ich bin echt verwundert, was ist denn da los? Muhahaha, du bist voll schlecht, weißt du das? Wir streamen hier gerade live auf YouNow und hier vorne haben wir den meistgesehensten Fan Nummer 1. Das ist die Pixie, jetzt live in einem Apple War. Und die schenkt uns ganz viel Shit. Und hier haben wir einen Bären. Ein Tiger, Tiger, tut mir leid. Hier haben wir einen Bären, Weihnachtenbären. Holy Shit, Gott, ich liebe dich. So, und jetzt könnt ihr mal alle Hallo sagen. 1, 2, Hallo! Hallo! Yo, Montagmorgen. Für mich beginnt wieder ein Berlin-Wochenende. Für diejenigen unter euch, die es vielleicht schon wissen. Ich bin ja alle 2 Wochen regelmäßig in Berlin für Tens & Forms und Tens Make Sense. Vielleicht noch eine dicke Jacke drüber ziehen. Taxi ist gerufen. Auf geht's. Guck mal, ein Panda hat einen Panda bekommen. Sie zockt bei mir Hearthstone. Und hier vorne haben wir den coolsten Motherfucker der Welt, weil er hat mir gerade etwas geschenkt. Oh mein Gott! Ja, so genau geil. Das gleiche habe ich auch gerade gedacht. Wann habe ich Stunden später? Ankunft in Berlin, wo? Weil mich so viele Leute auf Tens Make Sense gefragt haben, ob ich nicht mal was zum Thema Mobbing machen kann, mache ich das jetzt einfach mal spontan. Ich habe mir jetzt hier eine Softbox gemotzt aus dem Ufer-Lab.
und hier die Kamera von Apple mitgenommen und sitze jetzt hier gerade in meinem Hotelzimmer und drehe jetzt einfach die Folge Tense Makes Sense für morgen. Productivity! Ruh! Und wir gehen eine Runde. Nein! Oh mein Gott! Hi, Schosen! Hi! Und das war der Samstag. So, und wieder Chats in Forms drehen mit BA und diesmal auch mit Gus. Und Franzi ist auch da und bringt Softboxen rein. Und hier ist der Drehort. Hier drehen wir immer. Bam, Skript voll durchgerockt hier. Wusstet ihr, dass BA mit Sonnenbrille geboren wurde? Das ist kein Witz. In der Tat! Jetzt muss ich für die Fun Facts mal schnell ein bisschen Endcard drehen. Chan hat Gott sei Dank den anderen Teil gemacht, das meiste sogar. Ich habe jetzt noch den Schnitt gemacht, füge alles zusammen und lade es dann hier in Berlin hoch. Das ist quasi Teamwork. Und Jack 2, so, Dienstagabend, wir sind hier beim Essen mit dem News-Format. Hier ist der Max, hier ist der Luke, da ist ein Maniac. So, wir essen jetzt fein, Batch. Du bist ein Müffelstück. So, wir sind wieder aufgeschlagen, es ist Montag. Das ist alles, was wir auf der D-Deko bekommen haben, was wieder mal beweist, dass ihr komplett durch seid und wir danken euch tausendmal. Am krassesten war natürlich die PlayStation 1. Die Muffins sind göttlich, die Schokolade ist der Wahnsinn. Eine Tasse geht immer klar. Fucking Kuchen, Mann! Ja? Katzenfutter, muss ich dazu noch irgendwas sagen? Das kann doch nicht euer Ernst sein! Abgeschlossen mit einem Apple War Cupcake. Mittwoch. Heute drehen wir nochmal ein, zwei Folgen Tense Makes Sense. Die Babsi macht schon mal alles klar, ne Babs? Die filme ich mich heute. Hier vorne ist mein Skript irgendwo und meine Sachen. Ich mache mich mal fertig und der Akku ist gleich leer, also. Ihr seht ja dann die Folge. Passt schon. Und Muffin ist das alles scheißegal. Aber heutzutage Klecks auch. Geh weg mit der Kamera. Ja, ja, ist ja gut. Das ist viel zu kompliziert! So, Tens hat die ganzen Überblender noch gemacht. Das war's für diese Woche von Kompott Vlog. Ja, wir haben es jetzt so getauft. Oh, endlich haben wir einen Namen dafür. Schaut gerne bei allen Leuten vorbei, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Schaut auch noch gerne mein letztes Tens Makes Sense Video an. Es geht um das Thema Mobbing. Und vergesst nicht, den letzten Apple Award zu gucken und die Fun Facts. Also habt ihr jetzt genug zu tun. Wir wünschen euch alles Gute und bis dann.